Und damit willkommen zurück. Ich bin in letzter Zeit wieder ein bisschen am Rumprobieren mit dem Sound. Es kann also Unsere sein, dass ich Verstärkung mal greift in die zu Schlacht ein. leise oder viel zu laut bin. Das tut mir dann natürlich leid. Aber gut, das ist jetzt so. Ich bin noch am Gucken. Ich habe nämlich mal so ein Herr der Ringe-Video angeschaut und persönlich fand ich, ich wäre viel Wir sind zu bereit! laut gewesen, also habe ich es leiser gestellt. Für dieses Spiel hier allerdings scheint es schlecht gewesen zu sein. Jetzt bin ich schon wieder auf nur minus 3 Dezibel. Zurück muss man mal gucken, was und wie sich da. Weiß ich nicht. Aber hier hat man ja gar keinen Platz. Taktische Plätze ist ja fast null. Nicht ausreichende Metalle. Naja, ist egal. Keine Ressourcen weniger. Bauwerk komplett. Die Musik finde ich wahrscheinlich am coolsten. Ja. Die ist so richtig so. Kann man sich richtig gut hineinversetzen. Fällt mir sehr gut. Ah, da war ein Titan, habe ich genau gesehen. Mein Glubschaugen entgeht nichts. Bereit für das Kommando. Also mir ist jetzt gerade nicht. Und wieder 170. Also ich nehme schon Verluste hin, ne? Planetenentwicklung Ein schwerer Kreuzer habe ich da. Gut, ich baue auch noch. Nee, ich baue keinen schweren Kreuzer mehr. Schwerer Kreuzer fehlt mir einer. Bereit für das Kommando. Träger fehlt mir einer. Ja. Eine leichte Fregatte. Gut, die leichten Fregatten Vorhang sind relativ für meine gut. neuen Und ich habe noch Konstruktionskreuzer irgendwo rumliegen. Da hinten. Aha. Bauwerk komplett. Hä? Geschwader meldet sich was bereit. Machen die denn hier? Da ist doch schon was. Da haben wir Sternbasen. Verstanden. Da haben wir noch keine. Gut, da brauche ich nicht Vorhang zwingend auf für welche, meine neuen aber. Schmuckstücke. Dreh nach wieso links nicht, ne? Warum nicht? Da sind welche. Verstanden. Ich hab noch so viele Planeten ohne Sternenbasen. Ja, warte ich. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Nix wahrscheinlich. Ich dachte mir, und gut ist. Ja, Pustekuchen des Todes. Pustekuchen des Todes. Weiterer Ausbau des so schaut's Planeten aus. Erforderlich. Ups. Ihr Freund und Held. So, das gehört uns. Kein Gegner weiter kommt geht's. An uns vorbei. Erwarte Befehle. Bauwerk komplett. Ganz normal. Weiter. Let's clear this place out. Ja, schön wieder auf Englisch gesprochen. Stört mich nicht, ich kann Englisch. Trotzdem ist es irgendwie seltsam, wenn du eine deutsche Synchro hast. Bomberstaffel meldet bereits. Und dann hat man im Spiel, in der deutschen Synchro, plötzlich englische Überbleibsel. Ich hatte das mal bei StarCraft Brood War. Let's clear this place out. LOL. Commander an Deck. Da habe ich sie. Ja. Da habe ich das. Da habe ich die Erweiterung auf. Also eine englische Erweiterung von der CD auf die deutsche. Ein. Aufs deutsche Hauptspiel drauf installiert. Das war lustig. Da war dann zwar. Energie auf den es war zwar einiges Deutsch. Also tatsächlich eine ganze Menge irgendwie, aber so ein bisschen war dann auch Englisch. Aber nur so Fetzen, also auch hier wie dieses Let's Clear This Place Out. Das so ähnlich war das da auch. Warum genau kann ich jetzt nicht nachvollziehen, das war halt so. Na gut, wie auch immer. An alle, vorbereiten zum Phasensprung. Wie viele Konstruktionskreuze habe ich zwei? Für die ja, das ist nicht viel, da geht mehr. Ja, viel mehr geht da. Theoretisch. Aber wie gesagt, derzeit Geld, Metall. Ich hätte nie gedacht, dass man so viel Metall und Zeug. Aber ich brauche halt durchs Geld geht's wieder. Also die 100, die knacken wir bald und dann schaut es auch wieder besser aus. So, dann müssen wir warten. Bam. Es müsste gehen. Ja, und hier wird wieder komplett ausgerastet und der Planet wird vernichtet. Ende. Pech gehabt, Gegner, GG. Es gab mal ein ziemlich cooles Spiel. Und das war die Siedler von Catan im Weltraum. Das war auch cool. Mit so Missionen.
und Vorposten aufbauen und so. Ich hab's ist ewig her, locker über 12 Jahre wahrscheinlich. Aber das war ziemlich cool. Auch so mit verschiedenen Leuten und Handeln, wie man es halt kennt. Aber auch so ein bisschen anders. Aber richtig gut gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Viel gespielt habe ich es nie, war nie so mein Spiel, aber jetzt, wo ich hier Sims spiele, denke ich mir, ja, hätte was, das einfach mal auszupacken. Ich besitze es halt leider nicht, deswegen kann ich es nicht auspacken. Aber so generell gibt es so ein Katan, das spielt im Weltraum. Das war eigentlich ziemlich nice. So. Piratenstadt, Steuereinkommen, Bevölkerungsgrenze. Für die vorderste Front. Erkundet. Steuereinkommen. 12 Bevölkerung. Da geht nicht viel. Ist halt wirklich nur so eine kleine Piratenbasis. Ne? Aber ist ziemlich cool gemacht. Ist wirklich sehr cool gemacht. So, der Planet gehört demnächst auch uns. Schlag die Eindringlinge zurück. Schön mal draufballern. Und sobald er keine Planeten mehr hat, ist er auch toast. Also das war's dann. Irgendwo sollte ich doch. Fahren Sie fort. Immer noch Feindkultur. Die hält sich aber hartnäckig. Hat der hier noch irgendwo. Der hat hier noch ein Medienzentrum. Solange das steht, ist das kein Wunder. Das muss ja weg. So ein Kolonieschiff hat nicht viel. Schaden. Erwin zur Verfügung. 6 Schaden. Greift in die Schlacht ein. Aber jetzt schauen wir mal, wie lange es dauert, bis das Medienzentrum bei 6 Schaden mit 14 Panzerung zerstört wird. Da bin ich jetzt echt gespannt. Das kann sich ja nur um Stunden handeln. So. Wir haben eine feindliche Kolonie erledigt. Ja, so soll das sein. Was jetzt, Commander? Genau so soll das sein. So. Und mir ist es relativ wurscht, ich baue jetzt einfach hier 2 Sternbasen hin und gut ist. Weil irgendwo müsste ich irgendwann mal anfangen. Ne? So. Achso, es geht deswegen den Credits nicht, ne? Ich sehe das Problem. Kein Geld. Vielleicht schafft das, bis er ankommt. Und? Yeah, nice. Ihre Befehle, Kommandant? So, der Planet wurde gereinigt. Auf Ishtar gibt's ein Artefakt, das wir uns holen werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Habe ich eigentlich umgeschalten? Ja, passt. Gut. Immer ganz wichtig. Immer ganz wichtig. 2. Bildschirm gibt's nicht. Ich glaube, ich habe das schon mal angeteased. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Ja, ganz einfach, weil die Bildschirme, die zur Verfügung standen von dieser Firmenauflösung, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, aber nur für den Fall, dass ich es nicht erzählt habe, sind 4:3 von der Auflösung. Und das ist halt... nee. Also dann dürften sie maximal 10 Euro kosten. Und selbst dann würde ich sie nicht nehmen. Weil ich mag mein 16:10, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich glaube, dass ich jetzt auf 16:9 umschwenk. Durch den Monitor, den ich mir jetzt bei Amazon gekauft habe. Ich glaube, entweder 21,5 oder 24 Zoll, bin ich ganz sicher. Das Schöne ist, ich brauche halt keinen riesen Monitor. Das muss nicht sein. Es ist nett, man sieht viel, es ist Bombe. Aber ich brauche es nicht. Also trotzdem ist krass, dass diese TFT-Monitore immer noch so sauteuer sind. Also die haben ja vor Jahren hat dieser 19 Zoller, den ich hatte, bevor er mir abgeraucht ist, um die 100 Euro gekostet, vor Jahren. Mehrzahl, locker 4-5 Jahre, glaube ich, hat er gehalten. Kommt hin, vielleicht auch nur 3 oder 4, aber auf jeden Fall lange. Und in der Zeit sind sie halt jetzt nicht wirklich sehr viel größer. Und klar, es gibt so Monitore, da hast dann eine 3000 mal irgendwas Auflösung. Tolle Sache. Und die kosten auch 300-400 Euro, aber ich hätte halt gedacht, dass man jetzt ein 21,5 Zoll, eigentlich auch ein 24 Zoller für 80 Euro hinterhergeschmissen bekommt. Ist aber noch nicht so. Zumindest nicht bei Amazon und Co. Und woanders bei diesen normalen Websites, wo man sonst kaufen kann, würde auch kein Erfolg. Das ist halt doof. So, wie schaut das jetzt hier aus? Medienzentrum.
Ja, das nimmt gar keinen Schaden. Wohin, Commander? Die sehen nicht freundlich aus. So. Unser Planet wird belagert. Und? Erwarte Befehle. Greift er nochmal an? Fahren Sie fort. Hallo? Wir tun, was wir können. Planetenentwicklung abgeschlossen. Die sehen nicht freundlich aus. Ich will jetzt da nicht 100.000 Mal draufdrücken müssen. Läuft. Erwarte Befehle. So, dann schalten wir das mal aus. Ich will, dass der da jetzt automatisch angreift. Ah, jetzt. Oder? Die sehen nicht freundlich aus. Planetenentwicklung abgeschlossen. Naja. Hallo? Ich weiß, ein Kolon... Doch, jetzt. Okay. Dann belassen wir es jetzt dabei. In 1000 Millionen Jahren wird er das zerstört haben. Soll mir auch recht sein. Feindkultur. Ja, dann wollen wir da hoch. Wir schaffen das schon mit der Zeit. Irgendwann kriegen wir das schon hin. So. Gut, das habe ich erstmal kein Geld mehr, aber das macht nichts. Wir haben die 100er Marke geknackt. Das ist natürlich super. Ui, was ist das denn? Was wird denn da angezeigt? So eine Route. Aha. Ah, das ist interessant. Wenn jemand weiß, was diese Route zu bedeuten hat, das wäre sehr schön. Also ich glaube nicht, dass es die Route fürs längste Handelsdingsbums ist. Die längste Handelsroute wie bei Katan. Aber irgendeinen Sinn muss das doch haben. Darunter, darüber. Mhm. Neue Horizonte erwarten uns. Vielleicht hat es mit dem Artefakt hier zu tun, aber ich weiß nicht. Könnte das mit dem Artefakt zu tun haben? Planetenentwicklung abgeschlossen. Vielleicht. Wäre auch interessant zu wissen, ob man sieht, wo. Bereit für die vorderste Front. Auf welchem Planeten welches Artefakt jetzt ist. Das wird mir nämlich auch nicht ganz klar. Jawohl, Commander. Gut, ist aber auch nicht so wild. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Läuft. So. Erwarte Befehle. Unsere Flotte wird angegriffen. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Nee, der repariert hier immer, also das bringt gar nichts. Schade. Läuft. Unwichtig. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Dann muss ich hier mal so... demnächst so ein paar Dinger bauen. Hier so ein paar Fregatten oder irgendwas. Hier so 6 Raketenfregatten. Erwarte Befehle. Und dann passt das schon. Hier schaut es natürlich wieder gut aus. Da können wir wieder schön kämpfen. Alles zerballern. Ah, eine Titanengießerei. Die sollten wir kaputt haben. Aber die hält das auch nicht lang durch. Die kassiert halt. Ja, wie die kassiert. War klar, also lang macht die das nicht. Das war logisch. Zeit zum Handeln. Achtung! Hätte mich auch gewundert. Hört mal her, ihr Fliegerasse! Ihr Fliegerasse. Bomber bereit. Wer braucht Luftunterstützung? Ja. So, gleich wird das Ding fertig. Freund und leichte Träger und dann. Also das Artefakt holen wir uns als nächstes. Ich glaube, das haben wir gewonnen, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich könnte mich zwar splitten. Alle Geschütze bereit. Aber das Feuer muss bereit. Nicht zwingend sein. Klingt gut. Diese Warte, Raketenfregatte, nee, ab. Du bleibst. Feuer bereit. Klingt gut. Wie Sie wünschen. Du bleibst. Verstanden. Wie Sie wünschen. Ja, schön wieder zurückkehren. Der war das.
Ausgezeichneter Plan. Ihre Befehle, ja. Kommandant? Mein Plan eben, ne? Funktioniert immer. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ist nämlich ein super Plan. Alle Geschütze bereit. Ja, ist ganz toll. So, sobald wir die Raketenfregatten hier haben, dürfte es dann auch wieder passen. Schwarmsprengköpfe, aha. Alle Geschütze bereit. War nicht schlecht. So. Wir sind bereit. Phasensprung abgeschlossen. Alle Geschütze bereit. Aha. Ihr Freund und Held. Doch so unförmig. Na gut. Wir sind bereit. Und weiter geht's. Kriegen wir schon hin. Da fliegt schon wieder was. Alle Geschütze bereit. Wenn das so weitergeht mit den ganzen Novalit-Kanonen, dann gewinnen wir das auch so noch. Hier bauen wir gleich noch eine hin. Weil ich es halt kann, ne? Ich kann jetzt hier wirklich Novalit-Kanonen bauen. Alle Geschütze bereit. Und dann tue ich das auch. Weil wieso sollte ich nicht? Warum sollte ich nicht bauen, wenn sie sich doch anbieten? Kann ich auch hier eine bauen? Ja, dann her damit. Geht hier noch eine? Ne, da haben wir schon. Da haben wir noch keine. Aber Limit für Superwaffen erreicht. Ja gut, wir haben jetzt auch gerade 3 Stück mehr oder was gebaut. Ne, das ist natürlich schon einiges. Gut, die Raketenfregatten dürften alle bereit sein. Verstanden. Da greifen wir dann hier an. Wie Sie wünschen. Medienzentrum. Genau. Die müssten bald springen. Vertrauen Sie meinem Kommando. Sieht gut aus. So. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Der Markt für Metall floriert. Ja, das darf man. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Ah ja. Die beiden Knöpfe habe ich auch nie verstanden. Kolonie erledigt. Oh schön. Ja, da ist gerade was eingeschlagen. Erwarte Befehle. Oh, ob das Kolonieschiff das packt? Müsste aber. Ja. Das ist ja interessant, das Ding. Oh, der springt auch. Jetzt wird's spannend, wer zuerst springt, aber ich will ja eh nur da runter, den Vulkanplanet will ich hier gar nicht. Vorerst. Später mit Sicherheit, aber vorerst muss das nicht sein. Ist vollkommen irrelevant aktuell. Was jetzt, Commander? Ausgezeichneter Plan. So. Wir können dahin springen, alles kaputt machen. Das dürfte dann schon passen. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.